Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast in einem Podcast-Modul. Ihr seid bei DIGGE, dem Universitätsverbund für digitales Lehren und Lernen in der Lehrerinnenbildung. Und wir sind hier zu zweit bei Hack and Tools meets OER Camp, wo dieses DIGGE-Modul zum Thema Podcast mit Schülerinnen und Schülern erstellen entsteht. Und das Schöne ist, hier vor Ort haben wir Experten für Podcasts und einer dieser Experten oder der Experte hier ist Christian Friedrich. Und Christian, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über Podcasts reden wollen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ist ja relativ spontan, aber ich finde es cool, dass wir es gerade noch hier so untergekriegt haben, uns dazu so kurz zu unterhalten. Ja, also ich finde das ganz toll, dass hier wirklich vor Ort direkt neue Sachen im offenen Bereich entstehen. Vielleicht magst du zu dir noch ganz kurz was sagen. Wer bist du und warum kennst du dich mit Podcasts aus? Ja, ich würde das sogar mit einer Einschränkung versehen. So richtig gut kenne ich mich gar nicht aus. Wenn ich irgendwie Workshops oder Vorträge oder sowas anfange, fange ich relativ so an, dass ich seit fünf Jahren Podcasting-Newbie bin und irgendwie mich immer weiter da reinfummle. Und wenn Menschen mir sehr technische Fragen zu irgendeinem Podcast-Recording-Tool oder irgendeiner Distributionstechnik stellen, dann werden sie auch relativ schnell feststellen, dass ich, zumindest was das Technische angeht, gar nicht so bewandert bin. Ich habe vor gut vier Jahren mit Markus Daimann zusammen einen Podcast so als Projekt angefangen mit der simplen Idee, dass wir einfach ein bisschen über das sprechen möchten, was uns im beruflichen Alltag irgendwie widerfährt und manchmal ärgert. Und habe dann dabei festgestellt, dass das irgendwie ganz interessant ist, in diesem Podcast letztendlich gemeinsam darüber nachzudenken, was es dann tatsächlich ist, was zum Beispiel den eigenen Beruf, also im Kontext Digitalisierung und Lehre und Lernen und so weiter irgendwie beeinflusst. Und bin dann immer über weitere Schritte, über die eine oder andere Moderation meiner Veranstaltung, wurde ich ein, zwei Mal angesprochen und habe gefragt, wollt ihr nicht dazu auch einen Podcast machen oder willst du nicht dazu auch einen Podcast machen? Und habe das dann das erste Mal gemacht fürs Hochschulforum Digitalisierung. Und zwar den Podcast von den Podcasting The Digital Turn hieß der damals noch. Und ist auch heute noch ein Zungenbrecher, man merkt das so, der Titel ist zumindest, was das Aussprechen des Titels nicht angeht, nicht ganz glücklich gewählt. Dann habe ich aber festgestellt, dass das Podcasting so ein bisschen mystifiziert wurde immer. Also so, dass das so ein Ding ist, was irgendwie so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du noch diese alten, ganz schlimmen Thomas Gottschalk-Mike Krüger-Filme kennst, mit dem Piratensender Powerplay und so. Das wurde so, die Podcaster waren so ähnlich. So, das wurde so ein bisschen mystifiziert im Sinne von, jetzt wissen wir auch nicht so genau, was die da machen. Die zeichnen irgendwie was auf und damit das gut klingt, da muss man sich ja auch irgendwie, das ist ja Raketenwissenschaft, das irgendwie zu machen. Und jetzt hast du ja selber auch gesehen, jetzt stehen wir hier und haben 2 Minuten gebraucht, um irgendwie einen Audiorekorder, einen Kopfhörerverstärker und 2 Headsets zusammenzustöpseln. Und ich hoffe, es klingt ganz okay, wenn sich dann Menschen das hier anhören. Es ist also gar nicht so mystisch. Und das versuche ich immer wieder auch in Workshops, in Vorträgen, insbesondere wenn es um Lehren und Lernen geht, aber auch wenn es um Organisationsentwicklung geht, näher zu bringen. Der Vollständigkeit halber noch schnell erwähnt, weil das auch im Bezug hierzu steht, ich habe noch einen Podcast, der heißt Hamburg hört ein Hu. Das ist nicht mein Podcast per se, sondern den mache ich so wie diesen Hochschulforums-Podcast, produziere und moderiere ich den für die HAW hier an der innerhalb der Hamburg Open Online University. Und ganz frisch angefangen und für mich, da sieht man wieder, ich bin Newbie, für mich neu ein Podcast, der jetzt gerade in die 2. Folge geht, der heißt Climate Chats. Und ist im Prinzip ein Podcast in englischer Sprache, der sehr viel kürzer ist, als normalerweise meine Podcasts sind. Und wo es letztendlich darum geht, Forscherinnen und Forscher zu Fragen des Klimamanagements, des Ressourcenmanagements zu befragen. Das im Rahmen von einer Online-Konferenz, die im März stattfindet. Sehr spannend. Vielen Dank schon mal. Spannend finde ich, dass du dich da noch als Podcast-Newbie bezeichnest. Nochmal ganz kurz zur Einsortierung des Ganzen, sage ich nochmal ganz kurz, wer ich bin, damit die Leute auch Bescheid wissen. Mein Name ist Matthias Kostschewa und ich habe den Universitätsverbund DIGGE mitgegründet 2017 und verantworte das für die RONI Bochum. Und das Modul entsteht jetzt im Rahmen einer Veranstaltung, wo ich halt für DIGGE da bin und deswegen hört ihr mich an dieser Stelle. Wir wollen sprechen über Podcasts im Bereich Schule. Du bist jetzt ja selber auch sehr viel eher im Bereich Hochschule, Wissens- oder Wissenschaftskommunikation dann auch unterwegs. Wenn wir jetzt an Schule denken, was heißt denn das erstmal, was macht ein Podcast aus im Vergleich zu, ich sage, ich nehme mal ganz kurz auf und erkläre,
irgendeine kleine Theorie oder wie funktionieren binomische Formeln. Wäre das schon ein Podcast oder braucht es für einen Podcast dann mehr? Es kommt ein bisschen auf deine Definition an. Wenn du dich an die offiziellen Definitionen von Podcasts hältst, und wie soll ich sagen, offizieller als die Wikipedia, wenn es dann ja nicht, dann ist es eigentlich so, dass du, um einen Podcast zu haben, eine Serie von abonnierbaren Mediendateien brauchst. Und um das mal weniger technisch zu machen, eine Abfolge von Folgen zum Beispiel würde einen Podcast erst zu einem Podcast machen. In der reinen Form, beziehungsweise in der eigentlichen Form, ist es auch so, dass diese abonnierbaren Mediendateien über sowas wie ein Feed, also zum Beispiel ein RSS-Feed, abonnierbar werden, sodass Menschen in ihrer Podcast-App auf ihrem Smartphone typischerweise nach einem bestimmten Namen suchen können oder nach einem Namen suchen können von einem bestimmten Podcaster, Podcasterin oder einem Thema suchen können, dann Vorschläge bekommen für verschiedene Podcasts, also diese Serien, wenn du so willst, und die dann wiederum abonnieren können, sodass neue Folgen dieser Serie immer wieder automatisch, wenn es die Podcast-App denn zulässt, und das können eigentlich alle inzwischen, automatisch runtergeladen wird auf das Smartphone in dem Moment, wo was Neues veröffentlicht wird. Bei diesen Podcast-Apps gibt es einen Haufen Unterschiede, aber das führt für jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit. Wichtig wäre mir noch zu erwähnen, dass es zwar klassischerweise immer auch um Videopodcasts geht, in der Theorie zumindest, das ist aber eher so nochmal eine Nische dieses ohnehin schon etwas nischigen Themas. Das heißt, die würde ich jetzt so für mich, ich habe in meinem Leben noch nicht einen Videopodcast produziert, Audio ist da eigentlich das, was alle meinen, wenn sie Podcast sagen. Zumindest würde ich das jetzt einfach mal so behaupten und warte auf Gegenrede. Sehr schön. Audio hat natürlich für uns den großen Vorteil, es ist einfacher. Du hast das gerade schon erwähnt, wir haben hier sehr wenig Technik gerade vor uns stehen. Wir können uns gleich mal vielleicht gegenseitig daran erinnern, das kurz einmal zu fotografieren, dann können die Leute mal sehen, wie das aussieht. Ich mache das mal gerade. Genau, wunderbar. Das ist ein Live-Event, ja, dann bin ich direkt mit drauf und rede dabei ein bisschen weiter. Also man sieht hier, das ist gar nicht viel, was man da braucht, und wir wollen in diesem Digge-Modul auch ein bisschen darauf eingehen, muss ich sogar weniger haben als das, was hier steht, vielleicht, wenn ich an Schule denke. Ja. Du hast jetzt gerade davon ja gesprochen, was Abonnierbares, also da steckt ja eine Konzeption dann auch mit hinter, wenn ich mehr als einmal sowas aufnehmen möchte. Jetzt können wir schon diskutieren, ob das, was wir hier machen, eigentlich ein Podcast ist, weil da ist erstmal einer von geplant. Das ist erstmal ein Audiogespräch. Ein Audiogespräch, sehr oder schön. Oder ein Audio-Interview. Und da sind wir dann auch schon. Ne? Also so dieses einerseits, Podcasts haben ja jetzt in den letzten Jahren einen relativ großen Hype nochmal erlebt. So manche sprechen da von der dritten oder vierten Welle des Podcastings. Und jetzt müssen wir auf die Wellen auch gar nicht eingehen. Aber das haben, glaube ich, alle, die sich irgendwie mit Medien beschäftigen oder Netz beschäftigen, haben gemerkt, okay, jeder Zweite hat irgendwie inzwischen einen Podcast. Und nicht nur jeder, sondern hoffentlich und glücklicherweise auch jede inzwischen. Und das wiederum hat so eine Nachfrage auch erzeugt, mag gar nicht Hype sagen, aber Nachfrage erzeugt bei Organisationen, aber vor allem auch bei Organisationen, die letztendlich Lernen ermöglichen wollen, wie das denn jetzt wiederum im Verhältnis zu Lernen steht. Und damit sind wir dann eigentlich auch wiederum bei der Frage, was macht denn letztendlich ein Podcast aus und muss ein Podcast überhaupt so sklavisch sich an die ganzen Feeds und so weiter heißen? Du kannst ja auch zum Beispiel über ein Learning Management System oder über ein Office 365 oder was auch immer Mediendateien abonnieren, wenn du es clever anstellst. Und auch ein Lecture to go, wie es an Hochschulen benutzt wird, wirft ein RSS-Feed raus. Also theoretisch kann man damit wahrscheinlich auch podcasten. Ich habe es noch nie probiert, aber gehen tut das wohl. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal gewaltig Möglichkeiten. Jetzt denke ich mal an die Zielgruppe unseres Moduls, die uns jetzt zuhören werden. Wir wissen es jetzt nicht, wo das mal gehört wird. Aber wenn du jetzt mal an deine Podcasts denkst, ich glaube, die Leute setzen sich eher selten hin und sagen, und jetzt höre ich einen Podcast. Hast du eine Ahnung, wann deine Podcasts am häufigsten oder in welchem Kontext die gehört werden? Ich weiß es nicht genau, weil glücklicherweise ermöglichen Podcasts oder die Art und Weise, wie ich meine Podcasts distributiere, ermöglichen kein wirklich genaues Analytics, und ich bin ehrlich gesagt ganz froh drum. Aus den Gesprächen, aber das ist dann natürlich immer nur individuell und punktuell, ist es so, dass ich das Feedback, das ich da bekomme, oft so ist, wir fahren irgendwo mit dem Auto hin, wir sitzen in der Bahn, sind auf dem Weg zu irgendeiner Konferenz oder was auch immer, und da hören wir letztendlich einen Podcast bei.
Das heißt, im Prinzip ist die Faustregel, Podcasts werden meistens über Kopfhörer gehört. Das heißt, das ist was sehr Individuelles, was sehr Persönliches, was man sich auch selber zusammenstellt und kuratiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, während ich Podcasts höre, ist es so, dass ich noch irgendwas anderes tue und mache. Also man merkt das ja bei uns jetzt schon, das ist keine geskriptete Unterhaltung, das ist kein Radiobeitrag, der 3:30 lang ist und genau dieses Segment erfüllt. Dann kommt Werbung, dann die Nachrichten, wo irgendwie die Information, der Informationsgehalt auch relativ dicht ist. Sondern Podcast ist insofern dann auch geeignet dazu, dass Leute was dabei machen, weil es letztendlich auch so ein bisschen so in die Richtung geht, dass man mal einen Nebensatz verpassen kann. Du kannst Leuten irgendwie vielleicht auch beim Denken zuhören und dann denkst du vielleicht selber mal mit und kannst abschweifen und im schlimmsten Fall gehst du noch mal eine Minute oder so zurück und hast es dann wiederum irgendwie für dich gehört. Man hört das auch jetzt hier, so die Art und Weise, wie man Podcasts aufzeichnet, beeinflusst auch sehr, wie so ein Podcast dann letztendlich zustande kommt. Wir stehen jetzt hier in der Mensa und während wir hier aufzeichnen, sammelt sich um uns herum eine Menschentraube, die sich freundlich und fröhlich begrüßt. Ich bin mal gespannt, wie viel davon in der Aufzeichnung ist. Ja, ich bin auch sehr gespannt tatsächlich. Das müsste aber eigentlich gehen. Ich hab ganz frohe Hoffnung. Aber man merkt, dass wir wiederum uns relativ leicht davon auch ablenken lassen. Und auch das ist nicht schlimm. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, merken dann halt, wenn wir es entsprechend kontextualisieren, okay, das sind auch keine Maschinen in Anführungszeichen, sondern die lassen sich eben von ihrer Umwelt beeinflussen und denken dann auch darüber nach, was das jetzt wieder mit ihrem Podcast macht. Aber nochmal zurück, Podcasts sind sehr persönlich. Podcasts sind, hörst du, während du was anderes dabei tust. Und mir persönlich geht es relativ häufig so, dass die Leute auch das Gefühl haben, sowas wie eine persönliche Bindung zu diesen PodcasterInnen aufzubauen. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie im intimsten aller Sinne, sondern die Leute kriegen natürlich ein Gefühl dafür, wie du sprichst, wie du denkst, welche Art von Humor du gut findest. Ne? Also hier zum Einpegeln habe ich noch blöde Witze erzählt. Das heißt, auch sowas kommt mit. Ja. Und ich weiß, dass manche Menschen meine Podcasts hören, immer wenn sie ihr Bart putzen, was ich irgendwie witzig und spooky finde. Beim Joggen, beim Einschlafen habe ich schon gehört, beim, wie gesagt, Autofahren auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Also da gibt es echt viele, die wenigsten legen sich auf die Couch und konzentrieren sich ausschließlich auf den Podcast, das ist eher selten. Wunderbar, jetzt haben wir schon mal auch ganz ausführlich probiert zu umreißen, was das mit diesem Mysterium-Podcast auf sich hat. Wer sich dafür jetzt richtig interessiert, in diese Welt einzutauchen, wir haben am Ende des Digger-Moduls da nochmal verschiedene Sachen verlinkt, unter anderem deinen Podcast zum Thema Open Education mit Markus Daimann mit dem wunderbaren Titel Feierabendbier und auch der Edufunk-Podcast zum Thema Podcast erstellen. Podcast, ist dort. Also wer da Interesse hat, auf die Links, und da kann man nochmal ganz ausführlich und spannend sich das anhören. Ich würde jetzt gerne einmal kommen zum Thema Schule. Jetzt, unsere Zielgruppe sind Lehramtsstudierende, sind Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt sagen wir, jetzt brechen wir diese große Podcast-Welt, die da draußen ist, mal runter auf diesen Mikrokosmos eines Klassenzimmers. Und wir haben für dieses Modul uns ja gedacht, Podcast kann ich natürlich als Lehrer oder Lehrerin erstellen für meine Schüler. Aber wie wäre es eigentlich, wenn wir die Schüler selber zu Erstellerinnen und Erstellern werden lassen? Also wenn sie, ob das jetzt ein Podcast ist in der strengen Definition oder vielleicht einfach ein Audiogespräch, lassen wir mal offen. Sondern gehen wir in die Richtung, wie kann denn sowas funktionieren? Was brauche ich? Muss ich dafür teures Equipment kaufen? Oder kann ich auch mit dem, was so die Schüler eigentlich mitbringen, schon was machen? Das ist ja fast eine Suggestivfrage. Und ich habe ja eben das Foto gemacht und auch wenn die Technik hier relativ simpel aussieht, hier liegen ja trotzdem ein paar hundert Euro rum, beziehungsweise haben wir ein paar hundert Euro auf dem Kopf. Und das ist definitiv nicht nötig. Das ist vielleicht dann nötig, ich selber glaube, dass es nötig ist in dem Moment, wo ich irgendwie für eine große Öffentlichkeit veröffentlichen möchte oder sowas in der Art. Aber wenn es eigentlich nur darum geht, mal auszuprobieren, was passiert denn, wenn wir in so ein Mikrofon sprechen, wie fühlt sich das an, wie mache ich das denn jetzt ganz genau, wie konzipiere ich sowas auch, dafür brauchst du ja keine riesen Mikros. Was du aber machen kannst ist, ich glaube, ich habe es gestern auch schon kurz gezeigt, ich weiß nicht, ob du da dabei warst, es gibt einen Haufen Apps für ein Smartphone oder für ein Tablet, die du benutzen kannst, um einfach mal was aufzuzeichnen. Jedes Android, jedes iPhone hat sowas wie eine Sprachmemo- oder Voice-Recording-App. Wenn die ein bisschen besser sind schon, das hängt ein bisschen von der Plattform ab, auf der sie gerade sind, kannst du da schon einstellen, welches Mikro an deinem Handy, die meisten Handys haben ja mehr als ein Mikro, überhaupt benutzt wird. Das absolute Basic wäre dann also zu sagen, ich nehme mein Handy in die Hand, versuche das irgendwie kontrolliert zu greifen, dass ich nicht ständig diese Umgriffgeräusche habe, die man auch von Mikros kennt, und halte das Menschen einfach ins Gesicht. Und dann sprechen die. Und das geht, glaube ich, das kriegen letztendlich Schülerinnen und Schüler auch
ohne Probleme. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Meistens können sie es ja sogar besser als die von uns, die vorne stehen. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, welche App man dafür benutzen möchte, dann findet man auch wiederum Apps, die so erste Einstellungen ermöglichen. Also sowas wie Microphone Gain, also die Empfindlichkeit des Mikrofons letztendlich einzustellen. Da gibt es bestimmte Apps für. Wenn du noch einen kleinen Zacken schärfer sein möchtest, aber wirklich nur einen kleinen Zacken schärfer, dann besorgst du dir vielleicht für deine Klasse oder je nachdem, wie die Beschaffungsstrukturen so sind, so kleine Mikros wie die heißen Lavalier-Mikrofone. Das sind die Mikros, die die Menschen immer kennen vom Anstecken an den Kragen oder ans Hemd oder sowas. Also die man so in Interviews im Fernsehen zum Beispiel sieht. Und die gibt es irgendwie für, keine Ahnung, 10, 15, 20 Euro kriegst du ein Lavalier-Mikrofon. Das ist dann mit Sicherheit nicht irgendwie eine fantastische Qualität, aber das reicht vollkommen und ist ein erheblicher Qualitätssprung gegenüber dem Mikro, das du an deinem Handy hast. Wenn du das machst, und noch ein bisschen darauf achtest, wie aufgezeichnet wird. Also stell dich vielleicht nicht so wie wir jetzt hier mitten in eine Mensa einer Hochschule und hofft, dass keiner vorbeikommt, weil das geht schief, sondern such dir einen kleinen Raum. Je kleiner, desto besser. Wenn du Vorhänge in dem Raum hast, dann zieh die Vorhänge zu. Wenn du einen Teppich in dem Raum hast, dann roll ihn aus. Wenn du Schirme in dem Raum hast, dann spann sie auf, solange du nicht irgendwie abergläubisch bist, weil Schirme unter geschlossenem Dach und so. Aber wenn das alles ist, alles, was in irgendeiner Art und Weise Audio oder was sozusagen dass die Qualität des Gesprächs erhöht, dadurch, dass du nicht so einen großen Hall hast in dem Raum. Also wir wollen quasi mit ganz all diesen Dingen Schall brechen und einfangen und dadurch einfach ja das, was beim Mikrofon ankommt, was ja was anderes ist, als wenn wir uns unterhalten, dann für ein schöneres Muss Erlebnis. Muss aber auch nicht sein. Ne? Also Teil des Konzepts kann es auch so wie bei uns jetzt sein. Wir stellen uns einfach auf eine Konferenz und zeichnen auf. Und das kriegen auch Schülerinnen und Schüler, glaube ich, nochmals sehr viel besser hin als ich, einfach mal ebenso über den Schulhof zu rennen und jemanden zu interviewen. Keine Ahnung. Eine Lehrerin, ein Lehrer, den ich interessant fand, verfolge ich jetzt mal auf dem Weg ins Lehrerzimmer und guck mal, was passiert, wenn ich dem drei Fragen stelle oder sowas. Dann sind natürlich Nebengeräusche auch Teil der Atmosphäre und das kann auch Teil des Konzepts sein. Gut, also dann sehen wir schon mal, es braucht gar nicht das teure Equipment. Wir können die Handys nutzen. Ich glaube, die aktuelle Gym-Studie ist draußen, wenn das hier veröffentlicht werden kann. Da wollen wir mal schauen. Die letzten Zahlen waren 98% der Schülerinnen und Schüler haben ein Smartphone. Das heißt, die Substanz ist da, sofern ja eure Schulen das zulassen, dass man die Dinge auch benutzen darf. Dann das haben wir so die. Dafür, ja, da sind wir uns, glaube ich, leicht und schnell einig, dass wir das gerne ermöglichen wollen. Ich habe aber noch eine andere, also wirklich ganz, ganz schnell vielleicht nur als Plug, ohne das sozusagen als Prototyp nehmen zu wollen, als wie soll ich sagen, ist keine Werbung. Also, aber es gibt ein Gerät, das heißt, das kennst du auch, das Zoom H1. Schreibt sich Zoom wie reinzoomen, H1. Wir verlinken euch das, ganz wichtig. Ist ein Audiorekorder, der kostet zwar dann schon 80 Euro, aber es gibt vergleichbar auch einen Haufen andere. Das ist halt der erste, der mir jetzt gerade einfällt. Die gibt es auch irgendwie schon für 40, 50, 60 Euro. Letztendlich ein Audiorekorder, der auf eine SD-Karte aufzeichnet und so ein paar andere Einstellungen ermöglicht. Das sind im Gegensatz zu einem Smartphone auch Geräte, die ab und zu mal runterfallen können und die hinterher vielleicht trotzdem noch funktionieren. Also ich kann mich nur selber an meine Kindheit erinnern, mir ist öfter mal ein technisches Gerät runtergefallen und lag das. Und das ist ja immer auch noch so ein Faktor, so schicke ich die Leute jetzt irgendwie auf den Schulhof mit irgendwie teurem Equipment. Das nur so als schneller Plug, weil auch diese Geräte letztendlich eine wirklich gute Audioqualität liefern und viel ermöglichen, auch schon mit Pause, Record, Schnitt teilweise schon, wo letztendlich die Schülerinnen und Schüler vielleicht schon mit rumtricksen können. Sehr spannend, dann haben wir direkt zwei Wege, die man einschlagen kann. Der ganz einfache mit den Dingen, die da sind, um einfach mal loszulegen. Und wenn man merkt, jo, das ist was für mein Konzept, dann auch einen Schritt weiter, was die technische Ausstattung angeht. Da sind wir natürlich direkt bei dem Thema Podcast jetzt einfach oder Audiogespräche aufnehmen. Ist das eine, aber ich muss sie in der Schule natürlich in ein didaktisches Setting bringen. Und vielleicht können wir... Wir werden auch einiges in dem Kurs natürlich nochmal verschriftlichen, aber mal ganz kurz darauf eingehen, was sind vielleicht Settings, in denen sich Audiodateien sehr schön in Unterricht einbinden lassen? Also ich lege einfach mal los, dann habe ich auch mal ein bisschen Redeanteil an der Stelle, was ich mir gerade klaue. Nee, es ist total schön, ich höre dir total gerne zu. Und die Leute merken so, es ist wirklich ein nicht geskriptetes Gespräch. wir stellen uns mal Fremdsprachenunterricht vor. Und einfach Gespräche zu üben und das aufzuzeichnen, sich das anzuhören, die eigene Stimme auch so wahrzunehmen, wäre so ein erstes Setting, was ich mir total gut vorstellen kann. Also vielleicht ein aktuelles Thema sich rauszunehmen.
Klimawandel lässt sich aktuell ja wunderbar in eigentlich alle Fächer integrieren und so natürlich auch in den Fremdsprachenunterricht zu sagen, warum nicht mal die vielen Informationen, die eine Greta Thunberg dann in englischer Sprache ja auf Twitter oder anderen Social Media Plattformen veröffentlicht, darüber mal in Fremdsprache ins Gespräch zu kommen. Das wäre so ein erstes Setting, was ich mir total gut vorstellen könnte für Audios. Hast du da was Ähnliches? Ich habe, glaube ich, zwei. Ich würde noch einen, ganz schnell einen Schritt zurück, weil im Prinzip fallen mir drei Szenarien ein, so sehr, sehr platt beschrieben. Das eine ist, ich produziere überhaupt keinen Podcast selber, sondern ich nehme einfach was schon irgendwo rumliegt. So, und dann sind wir auch schon in der Fremdsprachenecke so ein bisschen, wenn du willst zumindest. Also du nimmst einfach was, suchst dir einen Schnipsel aus irgendeinem Audiogespräch. Im Idealfall ist das dann irgendwie frei lizenziert, also mit Creative Commons Lizenz versehen, dass du das auch darfst. Das sage ich nur ganz kurz. Im Modul haben wir einen kleinen Exkurs zum Thema Offenheit wo man sich dazu informieren kann, was das bedeutet. Also erstes Szenario, niemand in der Klasse produziert einen Podcast, aber er wird trotzdem gehört, weil jemand anders produziert hat. Szenario 2 ist, vielleicht die Lehrerin oder der Lehrer produziert was. Irgendwie, ich nenne das manchmal so in Hochschule Lesehilfe für ein Fachbuch. Mhm. Wir haben hier folgenden Text, keine Ahnung, worum es geht, aber ich spreche euch mal kurz 5 Minuten ein, worum es da eigentlich geht, was so die Gesamtlage war, die Geschichte drumherum. Bevor ihr den Text legt, hört da mal rein, da habt ihr sozusagen eine Brille, mit der ihr den Text lest oder mit der ihr das Video guckt oder was auch immer. Und Szenario 3, da bist du dann schon, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Schülerinnen und Schüler produzieren selber was. Und gerade für Sprache finde ich es interessant. Ich finde es übrigens gerade für Sprache dann interessant, weil die meisten Schulen, die ich so kenne, aber da bist du, glaube ich, besser im Thema, haben meistens irgendeine Art von, zumindest Zugang zu irgendeiner anderen Art von Schule. Im Ausland zum Beispiel. Absolut. Also irgendeine Partnerhochschule irgendwo in England, Frankreich, wo auch immer. Und es ist, wenn denn WLAN an der Schule vorhanden ist, überhaupt kein großes Thema mehr, auch über eine Distanz zu podcasten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler könnten sich auch in der jeweiligen Fremdsprache mal interviewen, wie denn der Schulalltag zum Beispiel ist, könnten das aufzeichnen und haben hinterher vielleicht eine ganz schöne Serie dazu, wie Schulen in verschiedenen Ländern Europas oder der Welt irgendwie funktionieren. Also das wäre so ein Sprachending. Ja, das fällt mir vielleicht noch gerade in Bezug auf Sprache zusätzlich dazu ein. Sprachenlernen funktioniert natürlich auch, kennt glaube ich jeder und jeder besonders gut, wenn man irgendwie Original-Content ausgesetzt wird, also Filme, absolut. Radio und sowas. Aber auch mal Akzente etc. zu hören, die nicht so sauber sind, wie vielleicht das Curriculum in der Schule es vorgeben würde. Und wir sehen natürlich auch sofort, oder hören besser gesagt, Digitalisierung löst Grenzen auf und das ist natürlich dann eine sehr schöne Form. Ein Beispiel, gar nicht von mir, sondern letztens auf Twitter gefunden, von einer Grundschullehrerin, die Audioaufzeichnung genutzt hat für Schülerinnen und Schüler, die damit Probleme haben, in der Klasse vorzulesen. Die einfach Hemmungen haben, die sich damit nicht wohlfühlen und die Möglichkeit hatten, dann zu Hause oder in der Schule in einer Freiarbeitszeit Sachen aufzunehmen, auch mehrfach natürlich aufzunehmen und so sich diesem für sie nicht leicht händebare Vorlesen zu nähern und so die Möglichkeit zu haben, das in Ruhe einzuüben. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, zumal Vorlesen als der absoluten Grundkompetenzen ist, die wir eigentlich in Grundschule vermitteln wollen. Und du hast halt auch die Chance, selber mal zu hören, also dass das zumindest mir geht das so, ich bin inzwischen relativ schmerzfrei gehören, mir selber zuzuhören. Ich höre mir aber trotzdem noch zu, weil ich irgendwie rausfinden möchte, wo verschlucke ich denn mal eine Silbe oder wo ist mal ein M zu viel und all diese Dinge. Und auch das kann man, glaube ich, in dem Moment, wo sich Schülerinnen und Schüler vielleicht selber nochmal zuhören, kriegen die, glaube ich, auch relativ schnell zumindest sowas wie ein Gefühl dafür, wie das so klingt, was sie da tun. Und du hast natürlich, wie du schon sagst, also ich habe es gehasst früher in der Schule, irgendwas vorlesen zu müssen, weil du irgendwie vor 20, 25, 30 Mitschülerinnen und Mitschülern dann irgendwie auch für die nächste Woche irgendwie dem Hohn und Spott ausgesetzt bist, wenn du irgendwas falsch vorliest oder sowas. Insbesondere in so Englisch oder Französisch war das immer nicht so mein Ding. Gut. Du hast die Übersicht, wo wir eigentlich zeitlich stehen, weil ich glaube, wir reden schon länger, als wir uns vorgenommen haben, was gar nicht schlimm ist. Wir sind jetzt so bei gut über 20 Minuten, 20, Ach, das, 22 Minuten. Das ist ja noch ganz 24. harmlos hier. Ja. Sehr schön, aber wir hatten mal so gesagt 15 bis 20 Minuten, aber das passt ganz gut. Ja. Vielleicht zum Abschluss, dieses Digi-Modul ist ja für viele hoffentlich dann ein Einstieg, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Gibt es vielleicht ein, zwei Podcasts, wo du sagst,
da sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Das lohnt sich, um entweder zu dem Thema oder generell ein Gefühl zu kriegen für das Thema, weil die Leute das einfach gut machen, weil das eine spezielle Art und Weise ist des Podcastens. Ich muss jetzt überlegen, ob ich den Titel der Podcast richtig hinkriege. Aber wir verlinken sie sonst, das ist ja kein Thema. Es gibt einen guten Chemie-Podcast, glaube ich, wo wirklich chemische Prozesse, ist das, aber ich glaube, das ist gekoppelt an den YouTube-Kanal. Ich gucke gleich mal nach, wie er heißt. Den suche ich gleich nochmal raus und würde den dann verlinken. Weil es gibt ja auch wiederum da verschiedene Arten von Podcasts. Also wenn es dir ums Podcasting selbst geht und du wirklich sozusagen die Basics des Podcastings lernen möchtest, dann gibt es einen Podcast von Tim Pritlove, der heißt Der Lautsprecher. Das ist eine etwas ältere Serie schon, aber da beschreibt er letztendlich in verschiedenen Episoden, was man alles so machen muss, um einen ordentlichen Podcast zu machen. Das ist aber sozusagen nicht für Perspektive Schülerinnen und Schüler, sondern das ist sozusagen der Erwachsenen-Podcast, wenn man so will. Wir haben bei uns zum Beispiel auch Berufsschulen mit dabei in der Zielgruppe, von daher könnt das vielleicht breit gestreut, das passt. Der setzt dann allerdings auch Equipment und so voraus und all solche Sachen. Ne? Also das ist nochmal ein etwas anderes Setting. Wo man sich, glaube ich, viel abgucken kann, sind so die Podcasts, die in irgendeiner Art und Weise versuchen, Wissenschaft erklärbar zu machen. Und da fällt einem natürlich irgendwie sowas wie Minkorrekt ein, also der Methodisch Inkorrekt Podcast von Reinhard Remford und Niklas Wörl, die zwei grundlagenforschende Physiker sind, beziehungsweise der eine war es mal und ist jetzt, glaube ich, in der Lehre und in der Wissenschaftskommunikation gelandet. Aber die haben letztendlich ein ganz schönes Talent dazu, wirklich komplexe Dinge so zu erklären und auch in Bezug zum Alltag zu setzen, was du im Podcast wunderschön kannst, weil du halt Kontext hast. Und das machen die, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber relativ gut. Also so diese Art und Weise, einen Kontext zu nehmen und zu sagen, und guck mal, und da spielt jetzt folgendes Thema eine Rolle. Und so spielt Naturwissenschaft zum Beispiel da rein. Das funktioniert ganz gut. Und ich überlege gerade, ob es noch ein... Ich habe einmal, das ist dann aber schon so ein bisschen was anderes als das, was wir eigentlich mit Podcast meinen, im Hochschulkontext was gesehen. Und zwar hat da jemand ein Padlet-Board, was ist Padlet-Board? So ein Padlet-Ding letztendlich angelegt. Also eine Pinnwand quasi. Ja, genau, eine Padlet-Pinnwand, genau, nach dem Begriff. Also digitale Pinnwand, nur genau. Um den Begriff hier einmal zu Muss auch kein Padlet nennen. Sein, sondern kann irgendwo sein. Aber war letztendlich mit Editierrechten für die Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise in dem Fall für die Studis. Und die haben dann Videos und Audioformate da hochgeladen und hatten dann sozusagen eine asynchrone Kommunikationsschnittstelle zu Studierenden einer anderen Hochschule, die auch irgendwie 8 Zeitzonen weiter weg war. Also in dem Fall Kairo und Austin, Texas, glaube ich. Und die haben sich gegenseitig erklärt, wie ihr Alltag als Studierende so ist, wie ihr Weg zur Hochschule ist, wie die Hochschule funktioniert. Und du hattest dann total schön so eine Storyline. Einerseits haben irgendwie 2, 3 Studentinnen und Studenten aus Kairo mal so erzählt, wo sie so sind, American University Kairo, also auch, wie soll ich sagen, Sprachbarriere war da keine da, beziehungsweise keine große. Und dann haben die Fragen gestellt, eine Woche oder 2 später haben die in Austin, Texas geantwortet, haben das auch wieder da hochgeladen, das heißt, du konntest das auch so als Verlauf sehen, haben da darauf geantwortet und so entstand letztendlich eine asynchrone Unterhaltung, so ein bisschen wie so eine Brieffreundschaft früher, nur eben in Audio-Nachrichten. Und das Schöne dabei war, du hast so richtig gemerkt, wie die einerseits so ein Verständnis für die verschiedenen Kontexte entwickelt haben, aber auch ein Talent entwickelt haben, ihre eigenen Kontexte viel besser zu beschreiben. Also zwischen Folge 1 und Folge 5 war ein Riesenunterschied. Ich glaube, das mussten die dann irgendwann nicht, die mussten es nicht abschalten, aber ich glaube, die haben das dann irgendwann nicht mehr zugänglich gemacht für die breite Öffentlichkeit, weil irgendeine Lizenz ausgelaufen war oder irgendwie sowas, wie das so ist mit den proprietären Sachen. Aber das war ein ganz schönes, auch so ein didaktisch angereichertes Szenario, wo man auch drüber nachdenken kann, wie man das mal mit wenig Aufwand macht und einfach sozusagen in so ein asynchrones Format gibt, was auch zum Beispiel ein ganzes Schulhalbjahr funktionieren kann. Super. Ich sage dir erstmal vielen, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass aus einer eigentlich sehr spontanen Idee im Rahmen dieser Veranstaltung, auch die wird in dem Digge-Modul nochmal verlinkt sein, zu wissen, wie ist das hier eigentlich entstanden, wir zusammen ja über Podcast nachdenken konnten. Und ja, ich hoffe einfach, dass für euch, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das vielleicht ein Start sein kann, sich in diese Welt mal zu begeben, sich mal auszuprobieren und eventuell auch mit euren Schülerinnen und Schülern
erste Schritte zu gehen. Mhm. Der Hinweis sei noch erlaubt, wenn ihr Interesse an mehr solchen Formaten von Online-Kursen habt, ist die Adresse diggl.de für unseren Universitätsverbund. Da gibt es dann weitere Module, in denen man mal kurz in solche Themenwelten eintauchen kann. Und dir, Christian, sage ich vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und dann sind wir durch. Sind wir durch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.